Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Kontur dieser 40 Tage wird heute noch einmal schärfer nachgezeichnet, indem uns am Beispiel der Königin Esther und an diesem Abschnitt Jesu aus der Bergpredigt das Bittgebet als ein wichtiger Punkt, eine wichtige Linie durch diese Zeit, überhaupt als Linie des christlichen Lebens vor Augen gestellt wird. Und wie durch Zufall fand ich heute in einem seiner vielen Schriften über die Heiligen aus der Feder dieses protestantischen Pfarrers von vor 40 Jahren, Walter Nick, eine Bemerkung zu Edith Stein. Er nennt sie die Esther des 20. Jahrhunderts, weil sie mit ihrem Dasein im Karmel das stellvertretende Gebet übt für ihr eigenes Volk und für die Kirche. Und er schließt daran einige Überlegungen an, die, das will ich offen bekennen, einem fast mit Bitterkeit erfüllen, wenn man weiß, dass diese Stimme 40 Jahre alt ist. Die Bitterkeit deshalb, Sie werden das gleich hören, weil wir davon nichts beherzigt, nichts verstanden, nichts umgesetzt haben. Im Gegenteil. Und dennoch ergeht heute in der ersten Fastenwoche, erneut der Aufruf an uns, durch diese Stelle aus dem Buch Esther und durch die Stimme Jesu im Evangelium. Schwester Benedikta, also Edith Stein, sagte, der Karmel sei ein hoher Berg, den man von unten heraufsteigen muss. Und jene, die sich auf diesem Aufstieg befinden, stehen für die ein, die draußen wirken müssen. An einen jeden von uns richtet sich, so Walter Nick, denn auch die wörtliche Aufforderung Edith Steins, im Innern eine wohlverschlossene Zelle zu bauen und uns so oft wie nur möglich dahin zurückzuziehen, dann kann uns an keinem Ort der Welt etwas fehlen. Das ist kein bloß erbaulicher Gedanke, sondern eine unbedingte Notwendigkeit. Denn wer keine solche wohlverschlossene Zelle hat, wird vom Sturm der Zeit einfach hinweggefegt. Doch es ist keine Kleinigkeit, inmitten des heutigen Trubels eine solche wohlverschlossene Zelle zu bauen, eine Zelle des Gebetes. Dies ist für den Menschen in der Welt nur durch eine bewusste Wendung nach innen möglich. Ohne eine verborgene Zelle aber erlebt er nicht die Gegenwart Gottes in der Seele. Diese Andeutungen, so Nick 1974, diese Andeutungen muten seltsam und fremd an. Sie scheinen überhaupt nicht in die so ganz anders eingestellte Zeit zu passen, die von kontemplativen Orden als überholte Institutionen ohne Zukunft redet. Das Christentum, vom aktivistischen Geist erfüllt, hat sich ganz der Welt zugewandt. Den Christen von heute mangelt größtenteils das tiefere Verständnis für die Gottesburgen, die dem Ansturm der Feinde trotzen. Sie wollen mit Synoden, Konferenzen, Kommissionen, mit organisatorischen Maßnahmen dem heutigen Leben so viel als möglich entgegenkommen, wollen sich anpassen und betonen gerne, dass der Christ von heute modern geworden sei. Er marschiert jetzt mit dem Zeitgeist in Reih und Glied, indem er aus vollem Hals schreit, Podiumsgespräche, Information, Mitspracherecht und so weiter. Doch, so Nick weiter, huldigt diese abgeschmackte Zeitdienerei einem verhängnisvollen Irrtum, aus dem es früher oder später ein böses Erwachen geben wird. Wir dürfen uns durch den verführerischen Sirenengesang nicht täuschen lassen. Das Wort von Schwester Benedikta besteht nach wie vor zu Recht. Nicht die menschliche Tätigkeit kann uns helfen, sondern das Leiden Christi. Daran Anteil zu haben, so Edith Stein, daran Anteil zu haben, ist mein Verlangen. Die Entscheidungen fallen nicht an der äußeren, sondern an der inneren Front. Die dringlichste Aufgabe ist die Konzentration auf das Wesentliche. Wir müssen uns dem einen, was Not tut, öffnen und vor allem von der Wurzel her wieder gesunden. Wenn wir an die in den Raum der Kirche eingedrungene Verwirrung denken und an die sich auswirkenden zentrifugalen Kräfte, so richtet sich unsere Hoffnung einzig und allein auf Gott und die von seinem Geist erleuchteten Christen,
die der hektischen Betriebsamkeit Bollwerke der Kontemplation entgegenzustellen versuchen. Im inneren Raum muss Ordnung herrschen. Auf die innere Substanz kommt es in erster Linie an. Das innere Gebet muss lebendig sein. Und erst nachher kann überhaupt etwas Neues gewagt werden.